Hallo meine lieben Stempelfreunde, ich bin's wieder, Daniela von Kreativ macht glücklich. Wir haben eine super tolle Aktion und zwar beginnt die am 16. November, also am Dienstag, nächste Woche beginnt die bis zum 18. November und die wollte ich euch heute kurz vorstellen und ich gebe mir auch Mühe, nicht zu lange zu quatschen. Wir haben aber im November wirklich ganz, ganz viele Aktionen. Ich hoffe auch, ich habe euch in meinem letzten Bastelvideo nicht zu Tode gequatscht. Also wenn jetzt hier keiner mehr zuseht, dann habe ich euch zu Tode gequatscht. Und hier diese ganze lange Liste, die fand ich jetzt auch ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, euch da ein bisschen was zu markieren im Katalog. Aber im Grundlegenden haben wir 10% auf Farbkarton, 15% auf Stempelkissen und 20% auf alle Stanzformen aus dem Jahreshauptkatalog. Also diese Aktion betrifft jetzt nicht den Wintermini, ich weiß, schade, aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn es sind unheimlich viele Basics, die ihr braucht und wo ihr auch wirklich so ein bisschen eure Basics aufstocken könnt. Zum einen Stempelfarben, Farbkarton braucht man immer und Stanzform, da ist auch wirklich einiges dabei. Und das wollte ich euch mal ganz kurz zeigen, weil es gilt nicht ganz auf alles. Ich gehe mal direkt hier hinter in den Katalog, da kommen unsere interessanten Seiten. Also es gilt auf Farbkarton und Stempelkissen der Farbfamilien, der Incolors, auf, jetzt muss ich gerade mal gucken, auf alle Stampin' Up Stempelkissen, also diese hier, die so aussehen. Es gilt nicht auf die Fremdfirmen, sowas hier, Stays On und Memento zum Beispiel nicht, weil das sind, da ist jetzt, wie heißt diese Marke, ich kann es nicht aussprechen, Zucchino oder sowas, wo steht's denn? Ah, egal. Auf jeden Fall Stays On und Memento. Versamark auch nicht. Ich glaube auch das Kraftstempelkissen auch nicht. Wirklich, hier habe ich das wirklich mal kontrolliert. Ich bin wirklich die Liste komplett durchgegangen und habe geguckt, was da alles dabei ist. Es sind wirklich alle Farbfamilien, also Signalfarben, Neutralfarben, Prachtfarben, Pastellfarben. Alle Stempelkissen. Das heißt, die Stempelkissen kosten jetzt statt 9 Euro 7,65 Euro das Stück und Farbkarton 9,45 Euro statt 10,50 Euro. Also ja, da könnt ihr euch richtig eindecken. Was nicht gilt, sind diese, deswegen kommen wir jetzt mal zur nächsten Seite. Was ich auch nicht gefunden habe, ist Grundweiß. Also der ganz normale Farbkarton in Grundweiß habe ich nicht gefunden. Vanille pur ist im Angebot, schwarz ist im Angebot, Grundweiß in extra stark. Und aber da komme ich gleich auf die nächste Seite, da habe ich mir nämlich alles markiert. Aber ich habe den ganz normalen Grundweiß nicht gefunden auf der Liste. Müssen wir mal schauen am Dienstag, ob das ein Fehler ist oder ob es halt, ich denke, es ist vielleicht tatsächlich nicht drin. Ne? Genau, aber dafür haben wir Farbkarton im Set. Zu diesen Farbfamilien, das ist nämlich auch im Angebot. Es gibt ja diese, ich hoffe, ihr seht das gut. Wir haben ja diese Set-Angebote, das heißt, ihr könnt zum Beispiel Signalfarben, ja, hier, und dann habt ihr je zwei pro Farbe. Also zwei in Blutorange, zwei in Wassermelone und so weiter. Und habt dann 20 Bögen, je zwei Stück in 10 Farben. Und das, je nachdem, in welcher Farbfamilie ihr dann seid. Die kosten dann auch 9,90 Euro statt 11 Euro. Und es sind auch die 12x12 Farbkartons im Angebot. Hier auch wieder genau das gleiche, Signalfarben, Neutralfarben. Die sind statt 15,50 Euro für 13,95 Euro im Angebot. Worauf dieses Angebot nicht gilt bei den Stempelkissen, also es gilt nur auf die einzelnen Stempelkissen. Also ein Stempelkissen kostet statt 9 Euro 7,65. Wenn ihr euch, ihr könnt ja euch die Stempelkissen auch im Paket holen. Da kostet ja zum Beispiel, da kriegt ihr, glaube ich, auch schon einen Rabatt. Ne? 10 Stempelkissen, ja, da habt ihr schon einen Preisvorteil. 10 Stempelkissen für 81 Euro statt 90 Euro, darauf gilt das nicht. Aber wenn ihr es umrechnet, seid ihr so oder so günstiger, wenn ihr euch die einzeln holt. Weil dann würden euch ja 10 Stempelkissen 76,50 Euro kosten. Ne? Also hierauf nicht, aber ihr könnt sie euch einzeln holen. Aber das ist ja auch
Interessant, dann könnt ihr euch die Farben auch aussuchen. Und hier genau das gleiche auch mit den In-Color-Farben. Auch wieder auf die auf den Karton im Paket, aber halt nicht auf das Set mit den Stempelfarben. Genau. Dann haben wir die hier nämlich noch im Angebot. Vanille pur ist statt 11,75 Euro für 10,57 Euro im Angebot. Grundweiß, wie gesagt, habe ich auf dieser Liste leider nicht finden können, aber der extra starke Farbkarton ist für 9 Euro statt 10 Euro und Vanille pur auch in extra stark für 9 Euro statt 10 Euro im Angebot. Und auch der Farbkarton in 12x12 in Grundweiß, wie auch in Vanille pur, ist im Angebot für 8,55 Euro statt 9,50 Euro. Also wie gesagt, 10%. Und wir haben nämlich auch den Seidenglanz. Der ist auch im Angebot für 10,80 Euro statt 12 Euro. Also 10% auf Farbkarton. Im Endeffekt außer Spezialpapiere, aber gut, das ist ja auch, hier, das ist ja eigentlich auch bezeichnet als Farbkarton. Grundweiß läuft unter der Bezeichnung Farbkarton, deswegen weiß ich es nicht, warum es nicht drin steht. Ich brauche ganz dringend Grundweiß, es ist wieder passiert. Aber gut, ich werde sehen am Dienstag. Also wenn ihr von dieser Aktion profitieren wollt, ihr könnt mir gerne eure Bestellung zuschicken. Ich mache direkt am Dienstag schon eine Sammelbestellung am 16., weil ich weiß ja auch nicht, ne, wie hoch der Andrang wird und nicht, dass es nachher eine Nachlieferung gibt. Deswegen mache ich am 16. direkt meine erste Sammelbestellung und am 18. werde ich aber auch nochmal eine machen. Das heißt, ihr könnt mir gerne eine Mail schicken oder mich anrufen, wenn ihr Fragen habt und die Bestellung aufgeben. Ihr könnt aber auch direkt, wenn ihr das nicht möchtet, über den Online-Shop gehen und dort eure Bestellung aufgeben. Ihr habt unten in der Infobox den Link zum Online-Shop. Da seid ihr auch direkt auf meinem Online-Shop von Stampin' Up. Und das kommt mir dann zugute, wenn ihr dort bestellt. Also wenn ihr jetzt das Video seht und sagt, nee, ich finde dich nett, komm, mich hat das jetzt, wo sind eigentlich die Stanzformen? Ich bin kein Multitasking. Nutzt den Link in der Infobox und macht dort eure Bestellung. Da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass ihr die Sachen auch gleich bekommt. Geht am schnellsten und unkompliziertesten. Ihr könnt mit Kreditkarte und neuerdings auch mit PayPal dort bezahlen. Dann kommt die Ware direkt zu euch. Ihr könnt auch im Onlineshop, ich habe das jetzt auch endlich mal hinbekommen, ihr habt unten auch den Gastgeberin-Code jetzt bei mir. Das heißt, wenn ihr eine Bestellung unter 200 Euro aufgibt, bekommt ihr dann von mir im Folgemonat auch nochmal ein kleines Präsent für eure Bestellung. Also ihr werdet da auch belohnt. Ich wollte das halt nicht anbieten, wo es mir jetzt noch nicht so gut ging. Ne? Ich wurde eben, wie gesagt, operiert und alles. Und da wollte ich auch da sicherstellen, dass ich das natürlich dann auch, wenn ich das anbiete, auch einhalten kann. Genau, und dann haben wir auf alle Stanzformen auch nochmal 20%. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt mal durchgerechnet, weil wir haben ja zum einen diese Bundles, das heißt Stempelset mit Stanzform. Es sind 20% auf die Stanzformen. Ich habe das mal durchgerechnet, gerade jetzt zum Beispiel hier bei diesem Babyset habe ich mir mal die Mühe gemacht und das bei ein paar Sets durchgerechnet, weil ihr habt nämlich, wenn ihr das im Bundle kauft, Stempelset mit Stanzform, habt ihr ja immer schon 10% Vorteil, also 10% auf das Stempelset und 10% auf die Stanzformen. So hättet ihr jetzt einfach auf das Stempelset keine Reduktion, aber dafür 20% auf die Stanzform, was ein bisschen mehr wäre, aber je nach Set gar nicht so viel ausmacht. Ich gucke jetzt gerade mal auf der Seite 59 ist das nämlich. Hier sind die Stanzformen. Statt 35 Euro bezahlt ihr jetzt nur noch 24,80. Dann kommt aber für 21 Euro das Stempelset dazu. Das heißt, wir sind dann bei 45,80 Euro. Ups. 45,80 Euro. Und der Preis ohne Angebot wäre bei 46,75 Euro. Also ihr spart knappen Euro. Also das ist jetzt nicht so viel. Aber das ist jetzt nur als Bundle. Wir haben ja auch ganz viele Stanzformen, die ja ohne, hier vorne sind die Bundles und hier hinten sind ja ganz viele Stanzformen, die es nicht als Bundle gibt, die es dann nur im Einzelnen gibt und da könnt ihr natürlich mega sparen. Also das gibt es auch nicht mehr als Bundle. Da müsst ihr wirklich mal gucken, was rentiert für euch, aber wir haben so viele Basics. Allein hier, wir haben die lageweisen Kreise. Diorama, finde ich eine mega tolle Stanzform. Oder hier, bestickte Rechtecke.
Wir haben dekorative Rahmen oder auch ein Basic beschwingt, bestickt. Hier Anhänger nach Maß. Habe ich ja auch in meinem letzten Video damit was gemacht. Also das sind alles so Basics, wo ich finde, ja, oder hier, das hier, die Wunschworte. Oder wo haben wir den Buchstabenmix? Hier. Also ne, statt 41 Euro für 32,80, irgendwo hatte ich auch eines da, hier zum Beispiel das gestickte Laub. Das ist auch so eine schöne Stanzform. Das ist zwar nur eine einzige Stanzform für 39 Euro, aber das sieht wirklich so hammermäßig aus im Hintergrund von einer Karte. Ihr habt so schnell wirklich, keine Ahnung, Farbkarton meinetwegen in Weiß, in Grundweiß oder in einer anderen Farbe. Und tut das einmal durch die Big Shot mit, Big Shot, durch die Stanzmaschine mit diesem, ich glaube, mein Hund muss raus. Deswegen werde ich gerade ein bisschen nervös. Der ist nämlich ganz schön unruhig. Also muss ich mir jetzt gerade ein bisschen beeilen. Gesticktes Laub und dann macht ihr das einfach. Ich habe sie nicht. Ich ärgere mich so. Ich muss sie mir noch bestellen, sonst werde ich es euch zeigen. Ich habe so tolle Sachen damit gesehen, weil ich auch erst gedacht habe, boah, 39 Euro für eine einzige Stanzform. Aber wirklich, das im Hintergrund, vorne Spruch drauf, noch irgendwie Klimbims drumrum, paar Sternchen, fertig. Und ihr habt so eine tolle, schöne Karte mit wenig Aufwand. Also gerade so, wenn ihr irgendwie so last minute noch was machen müsst. Oder für eine Verpackung, eben sowas hier zum Beispiel, einfach nur das einmal so durch die Prägeform und dann, das macht so einen wunderschönen Effekt. Und jetzt wäre das eben für 31,20 Euro im Angebot. Sehr verlockend, ne? Genau, also sehr, sehr viele Basics oder hier Weihnachtsstern habe ich auch, kann ich euch gleich mal verlinken, habe ich auch noch ein Video zu gemacht, zwar letztes Jahr schon, aber auch hier, Video ist oben, verlinke ich euch. Also ganz, ganz tolle Stanzformen dazu, unabhängig davon, ob ihr da jetzt dann Bundle bestellt. Oder hier zum Beispiel der richtige Dreh. Diese Stanzform kostet normalerweise 47 Euro. 37,60 jetzt im Angebot. Also wirklich, also es sind ganz, ganz viele Basics. Hier zum Beispiel Basic-Bordüren, 35 Euro, jetzt für 28 Euro. Genau, also hier die Weihnachtszierde, ja, hier habe ich auch nochmal durchgerechnet, weil das ist auch eines meiner liebsten Sets. Kostet im Bundle 49,50, jetzt wäre es für 48,40, wenn ihr es separat bestellt. Da spart ihr ehrlich gesagt jetzt nicht so viel bei den Bundles. Ihr müsst euch das mal durchrechnen. Ich habe jetzt dann irgendwann, ich habe dann nicht alle durchgerechnet, weil ich dachte, okay, es rentiert sich nicht für die Bundles, aber es rentiert sich mordsmäßig für diese Basics. Und ganz ehrlich, sowas braucht man immer. Die Rechtecke brauche ich immer. Naja, das sind so tolle Sachen, wo ihr wirklich einfach Basics habt und da das Stempelset gar nicht dazu braucht, beziehungsweise es gar kein Stempelset dazu gibt von Stampin' Up. Genau, das war die Aktion. Ich wollte euch noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir ja auch ein Einsteigerangebot haben, dieses. Jetzt habe ich gerade mal überlegt, ob ich den Katalog zuklappe oder nicht. Ich klappe ihn jetzt einfach mal zu für das schöne Bild, weil heute bin ich ja nicht vor der Kamera. Ich bin auch ein bisschen erkältet. Genau. Ich wollte euch den anderen Katalog noch hinlegen, weil ich noch schnell noch mal die Einsteigeraktion erwähnen wollte. Ich habe auch noch ein Video gemacht noch mal zum Einstieg. Der Hund wird ganz nervös. Wieso muss der genau dann raus, wenn ich ein Video drehe? Ist nicht dein Ernst. Genau, ich war noch beim Einsteigerset. Wir haben nämlich diesen Monat auch noch mal ein ganz tolles Einsteigerangebot für diejenigen, die da schon länger drüber nachdenken oder da noch mit sich am Hadern sind. Ihr könnt natürlich als Demonstratoren, wenn ihr jetzt einsteigen würdet, noch in diesem Zeitraum und dann bis zum allerspätestens 18. November dann schon Demonstratorin seid, könnt ihr auch von dieser Aktion profitieren. Das heißt, ihr bekommt 10% auf Stempelkissen, 15% auf, nee, andersrum, 10% auf den Farbkarton, 15% auf Stempelkissen und 20% auf eure Stanzformen plus 20% Demo-Rabatt. Also, wer richtig absahen möchte, das würde sich natürlich mega rentieren. Ihr könnt es ja, wie gesagt, auch zum Eigenbedarf machen, wenn ihr sagt, nee, ich möchte das jetzt nicht unbedingt gewerblich machen. Aber euch sind ja alle Wege offen, wie ihr das nachher halten wollt. Wir haben nämlich ein super Einsteigerangebot.
Oben verlinke ich euch auch gleich nochmal das Video dazu. Nur hier ganz kurz nochmal noch, das Einsteiger-Set kostet normalerweise 129 Euro. Ihr bekommt aber Ware im Wert von 175 Euro, die ihr euch selbst aussuchen dürft. Und die dürft ihr euch dann zum Beispiel auch aus dem Winterkatalog aussuchen oder aus dem Jahreskatalog. Da könnt ihr frei wählen. Darauf zählt natürlich dann, das muss ich gerade mal überlegen, darauf zählen dann natürlich diese Rabattaktionen nicht, aber macht ja auch keinen Sinn. Da könnt ihr euch ganz normale Artikel reinpacken und dann könnt ihr dann euer Starter-Set bestellen. Dann bekommt ihr eure ID. Und das geht in der Regel so einen Tag. Also ich habe ehrlich gesagt bei allen Demos, die ich bisher gestartet habe, die waren dann so nervös und haben eben gefragt und. Und wenn es ein Wochentag ist, also wenn es jetzt nicht gerade, aber gut, das Video wird jetzt wahrscheinlich am Wochenende hochgeladen, angenommen, das ist am Montag. Ich habe dann bei Stampin' Up! Angerufen und gesagt, wie sieht's denn aus hier und da? Und dann ging das immer ganz schnell, ne? Also für ganz Ungeduldige, da gibt's auch Möglichkeiten. Das hat bisher immer funktioniert. Und innerhalb von einem Tag waren die Mädels angemeldet. Und dann konnten die direkt ihre nächste Bestellung tätigen. Und darauf würdet ihr natürlich hier dann auch nochmal euren Rabatt bekommen. Das wird sich mega rentieren. Denn das Starter-Set kostet jetzt im November. Die Aktion läuft schon seit 1. November bis zum, jetzt muss ich gerade mal überlegen, 31. November, wie viele Tage hat der November? 31, glaube ich. Bis zum letzten Novembertag bekommt ihr das Einsteiger-Set für 100 Euro. Ihr zahlt 100 Euro und bekommt Ware im Wert von 75 Euro gratis. Genau, und könnt euch das selber frei zusammenstellen. Also wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch einfach bei mir, schreibt mir eine E-Mail oder unten in der Infobox findet ihr auch die Kontaktdaten oder auch könnt ihr euch auch direkt anmelden, wie ihr möchtet. Genau, das waren jetzt mal die wichtigsten Infos. Aber ich finde es eine ganz, ganz super Aktion. Also profitiert da gerne. Und wer jetzt sagt, okay, einsteigen möchte ich nicht, aber ich möchte von der Aktion profitieren, auch alles in der Infobox. Ihr findet dort den Link zu meiner Homepage, um einfach nur zu bestellen. Ihr findet dort den Gastgeberin-Code und ihr findet dort auch die den Link zum Einsteigen, falls euch das interessiert. Und oben in der oben verlinke ich euch noch die passenden Infovideos dazu, wo ich auch nochmal gemacht habe, wenn euch das Thema Einstieg noch interessiert. Ja, genau. So, und dann hoffe ich, dass ich euch jetzt nicht wieder zu Tode gequatscht habe, aber es ist einfach eine ganz tolle Aktion. Und genau, denkt dran, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und ihr dürft auch gerne in den Kommentaren mal schreiben, was euch so interessiert, was euch so im Kopf rumschwirrt. Vielleicht auch, wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr auch in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht ist ja jemand anders auch dabei, der die gleiche Frage hat und ich kann das dort beantworten. Ansonsten ruft mich einfach an, schreibt mir eine WhatsApp, schreibt mir eine E-Mail. So, wie euch das am liebsten ist. Genau. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wieder sehen und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt kreativ. Eure Daniela.